Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich stehe jetzt hier mal draußen. Im Hintergrund ist mein Anhänger. Da sind meine Winterreifen drauf. Die habe ich. Habe ich sauber gemacht die Woche. Ich muss mir mal wirklich noch meine Cam holen. Das mit dem Handy, das nervt mich so ein bisschen, weil irgendwo, ich glaube auf der Seite ist irgendwo halt das Mikrofon und das halte ich immer zu. Ist mir auch schon aufgefallen. Ich weiß aber nicht direkt, wo er das aufnimmt. Ich habe mir mal gedacht, da wo man mal reinspricht, das ist ja auch halt nicht das Mikro, habe ich so gedacht. Ich weiß es nicht. Mal sehen. Das ist so ein Quatschvideo, Informationsvideo. Wie gesagt, das hatte ich ja eben schon erwähnt. Bin gerade an mein Auto, was zu ist. Ich schließe sogar mein Auto ab, auch wenn es bei uns auf dem Hof steht. Rein aus Versicherheitsgründen. Keine Ahnung. Man weiß ja nie, wer so auf dem Hof läuft. Es gibt ja so dreiste Leute. Wieso hole ich das raus? Oder bin ich am Auto? Wegen meinem Safety-Stick, wollte ich schon sagen. Wegen meinem Kamerahalter. Wie nennt man das eigentlich? Stativ? Den hatte ich ja schon mal vorgestellt. Einfach mal... Oh, meine Haare. Ja, live halt. Was heißt live? Also Alltag. Dann kann man auch manchmal so ein bisschen verwuselt aussehen. Wofür will ich die haben? Oder habe ich die rausgeholt? Ich erzähle nicht immer wieder dasselbe. Wieso jetzt ich alleine bin und so. Ja, diejenigen, die meine Videos sehen, die wissen warum. Das schon mal vorkommen kann. Die Sonne kommt wieder raus. Und außerdem sind die Hunde wieder draußen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Da ist die Sally mit der Miet. Die heißt jetzt Miet. Wir hatten schon so viele Katzen. Der Chico läuft hier auch irgendwo rum. Ich muss die Pferde wieder umlassen. Diese haben wir gesagt, umsetzen, umlassen. Da läuft er. wie man es auch nennen will. Aber nur einmal aufmachen, dann haben sie zwei Seiten und dann muss ich die Batterie vom Weidezaungerät muss ich aus. Oh, hoffentlich geht das vom Sound her, vom Wind her. Muss ich ausbauen, mal sehen, ob ich das auch mit aufnehme. Das meine mit der Action Cam. Wie weit das mit dem Umlassen oder Rauslassen auch raufkommt, weiß ich noch nicht. Zum Tor hin, ich laber schon 3 Minuten um den heißen Brei rum. Zum Tor, deshalb habe ich Handy angemacht. Zum Tor wollte ich eigentlich dieses Wochenende machen. Wir waren gestern weg, wurde ein bisschen später. Ich muss noch ein paar Sachen besorgen. Das mache ich gleich, wenn ich die Pferde umgelassen habe, die Hunde draußen hatte und und. Nicht und, das war es dann eigentlich schon. Dann wollte ich das Tor streichen. Was heißt streichen? Also die Stellen, die noch blank sind, also wieder blank sind, die wollte ich nochmal streichen. Jetzt kommt wieder Wind. Wir sind, ich sag mal, Küstenregion. Direkt Küste ist das jetzt nicht. Weil die Küste ist vielleicht 50 Kilometer von uns entfernt. Ungefähr. Auf jeden Fall haben wir einen sehr breiten Kanal auch bei uns in der Nähe. Zum Tor nochmal hin. Wie gesagt, ich bin alleine. Ich wollte das erst alleine machen. Ist ja nichts weiter. Aber ich habe mir dann gedacht, zwei Leute sind doch besser als alleine. Also streiche ich das, dann hat das nochmal ein bisschen Zeit zum Trocknen. Ja, ich weiß, das Wetter ist eigentlich nicht gut dafür und die Feuchtigkeit. Aber ja, ich weiß es. Ich streiche das trotzdem über. Wärmer wird sowieso nicht mehr. Und ja, Kette für ihre Kettensäge habe ich besorgt. Die andere war ja verkehrt. Ich hoffe, dass die jetzt passt. Ansonsten weiß ich auch nicht. Aber eigentlich stimmt jetzt alles überein, was da drauf stand. Die einen Pfahl muss ich nochmal abkappen. Das zeige ich aber nicht, weil beim Abkappen mit der Kettensäge, naja, ist jetzt nicht so spannend. Das
Streichen zeige ich auf jeden Fall mit der Actioncam nochmal. Und dann würde ich sagen, weiß ich nicht, wie spät das ist, mal die Kettensäge fertig, also die Kette wechseln. Und ja, wieso gucke ich? Weil die Hunde da hinten hinlaufen. Ich bin so ein bisschen, ich weiß nicht, wie das heißt, irgendwas mit Para, ja, dass man immer irgendwo hingucken muss. Ich kontrolliere auch zweimal, ob ich die Tür abgeschlossen habe. Ist so ein kleiner Tick von mir. Ist recht. Und bei den Hunden bin ich sowieso ein bisschen auf, also passe ich oder gucke ich lieber öfters hin oder länger hin, weil die buddeln und ja, ist halt so. Ja, das dazu, also Tor geht einigermaßen weiter, jetzt nicht so wie gedacht. Ja, das Einbau wird auf jeden Fall auch noch dieses Jahr stattfinden. Mal sehen, vielleicht nächstes Wochenende. Und ja, wo ich eigentlich draus hinaus wollte, bevor ich wieder zu den Hunden abgeschweift bin. Wenn das Wetter und wenn ich Lust noch habe, dann haben wir noch ein bisschen Feuerholz oder Stämme, die ihr aufwisst. Die wollte ich noch ein bisschen zerlegen, also klein machen, damit man das besser bewegen kann. Und ja, weil bald fängt auch wieder die Stallsaison an und dann wollte ich so weit das zumindest so klein haben, damit man das besser bewegen kann oder schon mal irgendwo unter Dach legen kann. Und dann kann man im Winter vielleicht ab und zu mal, das wird ja jetzt nicht jedes Video sein, aber nochmal ein Video kommen, wo ich dann spalte. Ja, das soweit dazu. Und ja, dann würde ich sagen, gucke ich nochmal zu den Hunden, wo die jetzt abgeflohen sind, und dann geht's zu den Pferden.
guten Abend. Ja, fast nicht, aber wir haben es jetzt, ich meine, knapp 5:30 oder irgendwie so drumherum. So, ich habe es wieder hingelegt, das Tor. Ich habe auch dieses Brett nochmal geholt. Das kann ich dann hier nochmal streichen. Und hier noch so ein bisschen Dreck dran. Das mache ich aber auch am Schluss. Ja, wie gesagt, ich habe es jetzt hingelegt. Da, wo ich rankomme, da pinsel ich. Ich mache da jetzt auch keinen Pinselpflanz dran drum. Ich lasse das auch so. Ich entgrat das auch nicht oder so. Ich lasse das jetzt so. Und dann wollte ich halt ja noch ein bisschen shoppen. Hier wieder bei so diesem besonderen Shop da. Habe ich hier nochmal ein paar Pinsel besorgt. Da haben wir den Bonk. Da sind wir da drin. Den einmal wieder auch gekauft, weil ich hatte, da gab es keine Einkaufswagen. Doch, gibt schon, aber ich wollte jetzt nicht für diese paar Teile einen Einkaufswagen besorgen oder nehmen. So, das habe ich jetzt hier besorgt. Das müsste eigentlich dasselbe sein wie den alte hier. Die Handschuhe, die hatten wir. Ist jetzt nichts Besonderes. Genau, das müsste eigentlich beides dasselbe sein. Beides braun. Obwohl das andere schon dunkler ist wie das andere. Keine Ahnung, ist auch egal. Da, falls man so sehen kann, statt, ich sag mal, 18 Euro nur noch 10 Euro. Das ist mein so zur Farbe. Hier habe ich ein paar Bolzen mitgenommen. Ich nenne die jetzt Bolzen, wie die jetzt richtig heißen, keine Ahnung. Es sind jetzt auch ein paar mehr als eigentlich benötigt. Kostet knapp 5 Euro. Hier habe ich jetzt auch ein paar mehr Scheiben besorgt wie nötig. Wieso? 1 Kilo, 5 Euro. Sind knapp 1 Kilo. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie viel das ist. Könnte ich jetzt hier nachlesen. Obwohl, der hat das alles insgesamt gemacht. Was hat er denn hier? Wetterschutzfarbe und ein Visalmaler. Kiloware 5. Irgendwie, weiß ich auch nicht, keine Ahnung, steht da irgendwie. Ja, ist ja auch nicht so schlimm. Also, da kostet alles so an Schrauben oder sowas 5 Kilo. Deshalb ja auch ein paar mehr Modern. Haben auch knapp 5 Euro gekostet. So, das dazu. Weil das wieder benötigt. Was zum Zumachen habe ich jetzt noch nicht besorgt, weil ich weiß jetzt noch nicht, ja, wie ich das Tor zumache. Ich wollte eigentlich mir auch ein, ja, doch nochmal ein bisschen Schmirgelpapier holen. Ich glaube, ich gucke doch nochmal eben. Weil hier ist doch ein bisschen mehr ausgefranst. Da hinten sieht man, glaube ich, ist ein bisschen stark ausgefranst. Das wollte ich doch nochmal ein bisschen wegmachen hier. Ich weiß nicht, so sieht man das, glaube ich, besser. Und hier so ein bisschen ausgefranst, ist doch ein bisschen schöner dann. Ja, dann hole ich doch nochmal eben Schmirgelpapier. Dann mache ich die Action-Cam an, die da ist, und dann pinsel ich mal ein bisschen.
das Tor. Ja, man sieht so ein bisschen, wo ich angesetzt habe. Hier sehe ich gerade, da hätte ich nochmal nachpinseln können. Aber naja, wie gesagt, ist ein Weidetor. Darauf, es kommt jetzt da jetzt nicht drauf an, wie schön das ist. Hier habe ich jetzt halt auch, wie ihr gesehen habt, sieht das auch ganz gut aus. Ja, vielleicht nochmal zum Lack oder zur Farbe. Wie gesagt, Wetterschutzfarbe ist das. Dauerlasierung, Langzeitschutz, weil wegen draußen, deshalb habe ich das genommen. Wasserverdünnbar, also ist auf Wasserbasis, hoher UV-Schutz. Ja, weil ist ja draußen, hoher Wetter oder hochwetterbeständig für innen und außen. Ja, wie gesagt, ich hatte das schon mal. Hier sind auch so ein paar Anwendungsdinger für innen und außen. Temperatur ab 8 Grad, streichen, rollen oder sprühen. Ja, ich habe ein bisschen gewackelt, ja, ich weiß. So, steht da noch irgendwas drauf? Eigenschaften? Keine Ahnung. Trocken, bei und relative Luftreue. Oberflächen trocken, bei. Ich kann auch mal eben umdrehen, die Kamera, ne? So, Trocknung bei plus 20 Grad und 60% reale Luftfeuchte. Real. Da steht REL. Also relative Luftfeuchte wahrscheinlich. Geht das eigentlich so? So ist, glaube ich, besser. Oberflächen trocken ab einer Stunde oder circa einer Stunde überstreckbar nach 12 Stunden. Hinweis für zusammenhängende Flächen. Okay, gut. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Ja, weil, wie gesagt, ist auf Wasserbasis. Lackierung, Stoß, stets verschlossen. Also, okay. Ja. Sonst eigentlich nichts weiter zu beachten. Ja. So wie andere Sachen halt auch beachtet werden sollten. Oder andere Farbe jedenfalls. Ja. Das trocknet jetzt erstmal. Diese Boxen werden wir demnächst auch brauchen. Ich weiß noch nicht, nächste Woche wahrscheinlich nicht. Also nächstes Wochenende, sondern übernächstes Wochenende. Wie gesagt, es muss jetzt nicht übers Knie gebrochen werden. Aber ja, ab dem 12. Oktober... sollen die Pferde auf Stall, was heißt sollen die Pferde auf Stall, also das Wachstum so ein bisschen beschränkt. Oh, meine Haare wieder. Ja, hier zu Hause haben wir gar nichts, wie ihr auch gesehen hattet in den letzten Videos. Aber da wird nochmal interessant nächstes Jahr, so ist jedenfalls geplant. Muss man auch nochmal ein bisschen gucken, wie das mit Geld technisch ist, weil das, glaube ich, geht auch noch ein bisschen so ins Geld. Ich mach mal eben meine Ärmel wieder runter, weil ich bin eine Frostbeule. Da soll gekalkt werden. Kann ich mich auch so umdrehen? Ja. Da muss gekalkt werden und dann wird da gedüngt. Wie gedüngt, wissen wir auch noch nicht so ganz. Wissen wir noch nicht, wie gesagt. Also gekalkt wird der auf jeden Fall. Wie bearbeiten wir das? Die Oberfläche, es wird auf jeden Fall erstmal geschleppt, dann wird, denke ich mal, gekalkt. Also alles ziemlich schnell hintereinander. Denke ich mal, also es wird erst gemulcht. Erst gemulcht, dann ein bisschen zergehen lassen, denke ich mal. Dann muss ich mich nochmal mit meinem Bruder beschäftigen, würde ich schon sagen. Nicht beschäftigen, sondern so ist es ein bisschen besser, glaube ich, ne? Kalken, ich bin voll durcheinander jetzt. Erst mulchen, dann schleppen einmal, dann, obwohl ich habe erst immer geschleppt, ne? Ja, egal, irgendwie so jedenfalls, dann wird gekalkt und ich weiß nicht, dann muss das ja auch erstmal ein bisschen einziehen und dann wird da nochmal Dünger drauf gestreut. Und dann wissen wir noch nicht, ob wir das jetzt dann erstmal lassen, weil nächstes Jahr haben wir noch ein paar Wiesen mehr dazu. Da sollen sie dieses Jahr auch nochmal hin, wenn das Wetter technisch gut ist. Ja. Und
Sonst weiß ich noch nicht, was wir da noch machen, so düngermäßig. Ah, genau. Wir wollten dann auch noch mal, ich weiß noch nicht, ob wir nach dem Kalken noch mal neue Saat einbetten. Was heißt Saat einbetten? Also noch mal dazu sehen, also Gras dazu sehen und dann düngen oder erst düngen. Ich denke erst einsehen und dann düngen. Aber wie wir das machen, weiß ich auch noch nicht so ganz genau. Mein Bruder hat, glaube ich, da schon ein bisschen, ja, seine, ja, Idee dazu. Werdet ihr ja sehen, das dazu. Ja, nur mal eben so, was dann demnächst so ansteht. Was heißt demnächst, das andere, das Kalken ist ja nächstes Jahr erst. Denke ich mal. Werden wir sehen. Ja, sonst noch irgendwas? Im Moment so noch nichts geplant, aber drinne. Bei mir ist auf jeden Fall noch ein bisschen was geplant. Da kommt ihr auch noch mit zu. Ich gucke mal weg, ne? Das muss ich mir angewöhnen. Und ja, dann würde ich sagen, oder würde ich sagen, ich muss mal ein bisschen konzentrierter bleiben. Dann würde ich sagen, sage ich schon wieder, ja, Feierabend für heute. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Lasst auch einen Daumen da. Ein Abo wäre auch schön. Wie ich das auch schon in den Let's Plays sage öfters. Oder in den Livestream habe ich das öfters mal gesagt. Abonnieren könnt ihr ja mal eben beobachten. Wenn ihr es nicht mögt, dann könnt ihr mich ja auch wieder deabonnieren. Da habe ich keine Sorgen mit. Oder keine Probleme auch. Und ja. Daumen da lassen. Kommentar da lassen. Und Abo dalassen. Und dann werden wir uns nächstes Mal wiedersehen. Bis dann. Tschüss.